Ich bin Peter Wollny, der Direktor des Bach-Archivs, und meine Lieblingsquelle ist die Autographe-Partitur der Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort, BWV 20. Der Grund dafür ist eher persönlich oder zunächst mal persönlich, denn diese Partitur wurde mir zu Beginn meiner Amtszeit hier angeboten zum Kauf, und es war meine zugleich schöne, aber auch anstrengende Aufgabe, das Geld dafür zusammenzubekommen. Und innerhalb von 2 Jahren ist es eben gelungen, den Kaufpreis mit Hilfe von privaten Förderern, aber auch mit Geldern der öffentlichen Hand zusammenzubekommen. Und als die Partitur dann hier nach Leipzig kam, war das ein ganz großartiger Tag. Hier sehen wir den Umschlag, der, wie es bei den Choralkantaten üblich ist, das Stück ist eine Choralkantate, dazu sage ich gleich noch mehr, von Bachs Hauptschreiber Johann Andreas Kuhnau angefertigt worden ist. Kuhnau gibt den Sonntag an, für den die Kantate bestimmt ist, der erste Sonntag nach Trinitatis, dann die Anfangsworte, O Ewigkeit, du Donnerwort, und schließlich noch die Besetzung und den Komponistennamen. Hier ist die erste Seite der Partitur, und hier wird es spannend. Zunächst mal hatte ich ja bereits gesagt, es handelt sich um eine Choralkantate. Der Choralkantatenjahrgang ist Bachs zweiter Jahrgang in Leipzig, entstanden von Juni 1724 bis in den Frühling 1725 hinein. Und dieser Jahrgang ist zweifellos das anspruchsvollste und größte künstlerische Projekt, das Bach jemals unternommen hat. Wenn man alle Choralkantaten hintereinander spielen würde, wäre die Aufführungsdauer länger als die von Richard Wagners gesamtem Ring des Nibelungen. Die Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort ist das Eröffnungsstück des Choralkantatenjahrgangs. Hiermit begannen die Aufführungen. In gewisser Weise hat Bach also mit diesem Stück ein neues Kapitel der Musikgeschichte in Deutschland, in Leipzig und eigentlich weltweit aufgeschlagen. Ganz besonderes Werk. Und Bach war sich wohl der Bedeutung dieser Komposition und dieses Zykluses bewusst. Man sieht es an der ganz aufwendigen Invokationsformel, die oben links in der Partitur steht. Hier haben wir es nochmal vergrößert. Das sind die Anfangsbuchstaben der Formel In Nomine Domini Nostri Jesu Christi. Also eine Anrufung, die das ganze Stück und letztlich den ganzen Jahrgang dem Erlöser widmet. Wenn wir jetzt uns die Partitur genauer ansehen, hier nochmal ein Detail der ersten Notenseite, haben wir das Gefühl, oder das Besondere hier dran ist, dass wir gewissermaßen Bach über die Schulter schauen beim Komponieren. Hier sieht man, dass Bach sich offenbar vorher genau überlegt hat, wie das Stück funktionieren soll. Vielleicht hat er auch mit Skizzen gearbeitet, die allerdings nicht erhalten sind. Vielleicht hat er aber auch so genaue Vorstellungen im Kopf gehabt, dass er die Instrumentalpartien direkt fehlerfrei niederschreiben konnte. Man sieht hier auf der Partitur in den ersten 3 Systemen 3 Oboenstimmen, darunter in den Systemen 4, 5 und 6 kommen die Streicher, also 2 Violinen und Bratsche. Dann die 4 leeren Systeme sind die Vokalstimmen, die erst später einsetzen, und ganz unten ist noch der Basso Continuo. Jetzt kann man eigentlich über jede Korrektur, die hier auf der ersten Seite zu sehen ist, ganz lange
sprechen oder sich ganz viele Gedanken machen. Ich greife mal nur ein Beispiel raus. Der zweite Ton in der zweiten Oboe, also zweites System, ist korrigiert worden. Bach hatte hier zunächst die Note G niedergeschrieben und hat es dann später geändert und ein E daraus gemacht. Der Buchstabe E steht ja auch über dieser Note. Wenn man jetzt überlegt, warum hat Bach diese Änderung vorgenommen? Die ursprüngliche Note G würde ja harmonisch auch total sinnvoll sein, ist also kein Verschreiber, sondern ein künstlerisch motivierter Eingriff. Also wenn man danach fragt, warum, sieht man, dass die ursprüngliche Lesart, das G, Oktavparallelen mit der zweiten Violine ergeben würde, also Parallelführung. Und hier kommen wir direkt an einen Punkt, der eine Besonderheit des Choralkantatenjahrgangs ist. Bach hat in seinem ersten Leipziger Jahrgang mehrfach ausprobiert, aber hier in diesem Stück und in den nachfolgenden Stücken ernst mit einer Entscheidung gemacht, die es wirklich in sich hat, nämlich die Blasinstrumente, die drei Oboen in diesem Fall, spielen nicht Kollapate mit den Streichern, also nicht dieselbe Stimme, sondern haben durchweg Obligate, das heißt eigenständige Partien. Und in obligaten Partien müssen natürlich solche Parallelführungen vermieden werden, weil sonst der Eindruck der Vielstimmigkeit geschmälert wird. Also es war Bachs Entscheidung, die er hier auch konsequent durchgesetzt hat, den Instrumentalsatz dieses Eingangschores, also die drei Oboen und die insgesamt vier Streichinstrumente, separat zu führen, also einen real siebenstimmigen Satz zu schaffen. Hier auf dem nächsten Beispiel sehen wir, dass Bach tatsächlich die ganze Zeit darum bemüht ist, für seine Einfälle die bestmögliche Formulierung zu finden. Es gibt hier eine ganze Menge an kleineren Korrekturen. Viele davon haben mit den schon beschriebenen Parallelführungen zu tun. Andere sollen das ganze siebenstimmige Gebilde irgendwie plastischer machen und rhythmisch auffüllen. Aber eine wichtige künstlerische Entscheidung steckt dann noch in dem schnellen Mittelteil dieses Satzes, da wo es zum Dreivierteltakt übergeht, hat Bach eine musikalische Idee gehabt und niedergeschrieben, in der die Oboen ein neues Thema spielen und dann von der ersten Violine begleitet werden. Und diese Idee hat Bach dann später verworfen, also er hat die ganzen Takte hier wieder ausgestrichen und sich etwas völlig Neues überlegt, weil er irgendwie das Gefühl hatte, das kann nicht mithalten mit der Qualität des ersten Teiles. Das nächste Beispiel zeigt den Einsatz des Chores. Ein besonderer Moment, wenn die Singstimmen einsetzen. Zum einen erfährt der Zuhörer, wenn wir uns jetzt mal in die Rolle der Zuhörer der Erstaufführung versetzen, in diesem Moment merkt der Zuhörer, dass es eine Kantate über ein Kirchenlied ist. Die Choralmelodie erscheint hier in langen Notenwerten im Sopran und ist sofort gut hörbar. Bach hat hier gleichzeitig die Entscheidung getroffen, den Instrumentalsatz nicht zu reduzieren. Normalerweise würde man, ich sage jetzt mal normalerweise und meine damit Zeitgenossen von Bach, die würden den Einsatz eines Chores so gestalten, dass die Instrumente mal pausieren oder aber in der Komplexität zurückweichen. Bei Bach kann man hier an dieser Stelle sehr gut sehen, dass er die ganze siebenstimmige Komplexität seines Instrumentalsatzes beibehalten möchte. Oboen und Streicher spielen genauso schwierige, eigenständige Partien wie zuvor und es kommen jetzt einfach wie von Geisterhand vier Singstimmen noch hinzu und der Satz erweitert sich zur Elfstimmigkeit.
elfstimmig zu komponieren, das hätte zu Bachs Zeit kein anderer Komponist gewagt. Und deswegen ist es hier eine ganz besondere Stelle, wie eine programmatische Äußerung Bachs. Und man sieht, dass auch er bei einem elfstimmigen Gewebe schon kräftig arbeiten muss. Gerade in den unteren Vokalstimmen, Alt, Tenor und Bass, gibt es zahlreiche Korrekturen. Bach wollte sicherstellen, dass hier keinerlei Parallelführungen mit den Instrumenten stattfinden. Und zugleich wollte er, das sieht man dann, wenn man ein paar Takte reinguckt, ab dem fünften Takt wollte er die Singstimmen organisch mit dem Instrumentalmaterial verbinden. Die greifen also die Rhythmen der Streicher auf, der Singbass zum Beispiel und so weiter. Jetzt springen wir ein bisschen. Es handelt sich um eine große zweiteilige Kantate mit insgesamt 11 Sätzen. Wir springen zum Beginn des zweiten Teiles. Bach eröffnet den zweiten Teil, der nach der Predigt musiziert wurde, mit einer großen Bassarie, in der erstmals die Trompete erscheint in diesem Stück. Auch hier sieht man, mit welcher Sicherheit Bach dieses Instrumentalvorspiel niederschrieb. Er hatte offenbar schon vorher genaue Vorstellungen, was die Trompete spielen soll, was die Streicher spielen sollen. Und Korrekturen gibt es in den Mittelstimmen hier und da. Bach ist also darum bemüht, das wirklich so wirkungsvoll wie möglich darzustellen. Man sieht hier, wenn man sich den ersten Takt der Trompete anschaut, dass ursprünglich hier einfach nur ein C-Dur-Dreiklang mit Achtelnoten stehen sollte. Das wäre ja wirkungsvoll gewesen, passt auch gut zum Text. Wacht auf, die Trompete erschallt dann eben. Und nachdem Bach diese Idee niedergeschrieben hatte, hat er in der Trompete noch einige Änderungen angebracht, nämlich diese punktierten Rhythmen und die kleinen Notenwerte, die zwischen die Dreiklangsbrechungen gesetzt sind. Dadurch wird ein ganz klein bisschen verschleiert, dass das Motiv, das in der Trompete erklingt, später in der ursprünglichen einfachen Form von der Bassstimme aufgegriffen wird. Wir sehen das hier nochmal ein Stückchen weiter in der Bassarie. Der Bass singt die ganze Zeit wacht auf, verlorene Schafe und so weiter. Und wir sehen und hören dann später auch die Dreiklangsfiguren in der Bassstimme, die Trompete und die Streicher spielen halt die verzierte Form. Jetzt komme ich zu meiner letzten Folie. Bach hat die Komposition offenbar mehrfach aufgeführt in seiner Leipziger Zeit. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Aufführungen es gab, aber er hat in jeder Aufführung das Notenmaterial offenbar gründlich durchgesehen. Und als er vielleicht um 1740, so würde ich diese kleine Eintragung datieren, um 1740 eine neue Aufführung durchgeführt hat, hatte er offenbar den Eindruck, dass Notenmaterial, die Stimmen aus dem Orchesterinstrument ist wirklich fehlerfrei und er schreibt auf die Innenseite des vorderen Umschlagblattes, ist völlig durchsehen. Also, damit hält er fest, dass die Komposition so wie sie im Stimmen und im Material niedergelegt ist, musiziert werden kann. Man sieht also sehr deutlich, welche hohen Ansprüche Bach auch an seine eigenen Aufführungen gesetzt hat und dass er offenbar auch für die Nachwelt festhalten wollte, was seine künstlerischen Intentionen sind. Bevor wir jetzt einen Ausschnitt aus der Bassarie hören, muss ich noch etwas zur Überlieferung dieser Partitur sagen.
Richter Anfangsbemerkungen und zu der persönlichen Beziehung, die dieses Stück zu mir hat. Nach Bachs Tod sind die Choralkantaten unter zwei Erben aufgeteilt worden. Bachs Witwe Anna Magdalena hat das vollständige Stimmenmaterial erhalten und sein ältester Sohn Wilhelm Friedemann die Partituren. Die Stimmen aus dem Erbteil von Anna Magdalena Bach sind schon 1750 an die Thomasschule verkauft worden und diese Stimmensätze, fast alle erhaltenen Kantate, sind seit jeher in Leipzig verblieben und gehören praktisch zum wertvollsten Handschriftenbesitz des Thomaner Chores seit den 50er Jahren als Dauerleihgabe bei uns im Bach-Archiv. Also das ist die Grundausstattung an Bach-Handschriften, die die Leipziger Institutionen Thomaner Chor und Bach-Archiv aufbewahren. Die Partituren, wie gesagt, sind 1750 abhanden gekommen. Wilhelm Friedemann hat diesen Handschriftenschatz mit nach Halle genommen, wo er damals lebte. Später ist er an verschiedenen Stellen in Deutschland gewesen. Er hat ja seine Organistenstelle in Halle aufgegeben, 1764, und ist dann als freischaffender Künstler, mehr schlecht als recht, muss man sagen, in verschiedenen Städten gewesen, später dann in Berlin als alter Mann. Und die Partitur von O Ewigkeit, du Donnerwort ist anscheinend bis zu Friedemann Bachs Tod in seinem Besitz verblieben und dann durch verschiedene Berliner Sammlungen gewandert, bis sie im Jahr 1917 von Henry Hinrichsen, dem Inhaber des Leipziger Verlagshauses C.F. Peters, angekauft worden ist und als Stiftung in die öffentliche Musikbibliothek Peters gekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt ist also erstmalig wieder die Partitur einer Choralkantate nach Leipzig gelangt und wird sich am Ort ihrer Entstehung und am selben Ort, wo auch die Stimmen aufbewahrt werden. Jetzt wissen wahrscheinlich viele der Zuhörer, dass wir jetzt ein ganz dunkles Kapitel der deutschen Geschichte betreten. Die Verbrechen des Nazi-Regimes, die Arisierung in Anführungszeichen des Verlages C.F. Peters, die Ermordung von Henry Hinrichsen und seines Sohnes Paul, die Emigration der übrigen Familienmitglieder, all das gehört auch mit zur Geschichte dieser Kantate. Hinrichsens jüngster Sohn Walter hat 1945 deshalb die Entscheidung gefällt, dass die wohltätige Stiftung seines Vaters rückgängig gemacht wird, und er hat diese Partitur und andere wertvolle Autographe mit an seinen damaligen Wohnort New York genommen. Und man musste eigentlich davon ausgehen, dass die Stadt Leipzig diese wertvolle Handschrift auf ewig verloren hat. Ganz kurz, die Walter Hinrichsen ist 1969 verstorben. Die Erben haben nach und nach die Handschriften in seiner Sammlung verkauft. Im Jahr 1982 wurde die Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort in London versteigert und kam in die Schweiz, nämlich in die Sammlung von Paul Sacher. Und jetzt ist es tatsächlich eine glückliche Fügung, die Paul Sacher Stiftung, die eigentlich eine Sammlung von zeitgenössischer Musik ist. Die großen Komponisten des 20. und mittlerweile auch 21. Jahrhunderts sind dort vertreten. Der Bach war eigentlich ein Fremdkörper. Die Paul Sacher Stiftung hat darum die Entscheidung gefällt, uns dieses Bach-Autograph anzubieten. Und wir haben natürlich versucht, das möglich zu machen, und das hat dann letztlich auch gut geklappt. Im Jahr 2017, im Januar, ist die Partitur aus Basel zurück nach Leipzig gekehrt, ins Bach-Archiv gekommen und hier praktisch erstmalig seit Bachs Tod mit den originalen Stimmen vereinigt worden.
ein großartiger, wirklich denkwürdiger Tag. Diese Provenienzgeschichten haben eine ganz besondere Bedeutung, weil solche historischen Inhalte sich eben auch untrennbar mit den wertvollen Handschriften verbinden und die, wann immer wir die Partitur von O Ewigkeit, du Donnerwort in die Hand nehmen oder sie ausstellen in unserem Museum, erinnern wir an einen der großartigsten Momente der Leipziger Musikgeschichte, nämlich den Sommer 1724. Wir erinnern an einen ihrer größten Geister, Johann Sebastian Bach, und wir erinnern an eines der dunkelsten Kapitel dieser Stadt, nämlich das Schicksal der Familie Hinrichsen. Und in diesem Sinne denke ich, dass dieses Autograph einem ganz viele Dinge erzählen kann. Das, was ich berichtet habe, war nur die Spitze des Eisbergs. Und jetzt hören wir noch ein Stückchen in die Arie hinein.